Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17 Oldtimer hier auf meinem Kanal. Ja, wir haben jetzt alles vorbereitet für den Forstarbeiten. Das wird hier schön gesät. Ich wollte mal gucken, ist das jetzt schon reif? Nein, das ist aber ganz knapp davor. Ja, und wir müssen jetzt leider, bevor wir Forstarbeiten machen können, nochmal ein bisschen Rasen mähen. Das muss ja auch mal sein. So, und jetzt geht's wieder los hier. Zack, los geht's, ja. Ja, für so eine Arbeiten werden hier Themenvorschläge vielleicht ganz gut. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich nehme in Staffeln auf, deswegen kann ich jetzt nicht so viele Kommentare sehen. Wenn überhaupt welche kommen, ne? Okay. So, ja, jetzt mähen wir hier mal kurz. Das sollten wir in dieser Folge eigentlich locker flockig hinbekommen. Ich mache gleich mal die Frontscheibe auf hier. So, so. Frontscheibe. Alt links und Keyboard 8. Alt links und Keyboard 8. So. Haben wir nochmal ein bisschen aufgemacht hier. Ist ja ein bisschen angenehmer, wenn man hier so klar rausgucken kann. Also, upsala. Ja, das müssen wir ja echt irgendwie nochmal hinkriegen mit Curseplay, ne? Das ist immer so eine elendige Arbeit hier. Aber die muss natürlich auch gemacht werden, ne? Das hilft nichts. Dann können wir den Kühen endlich mal wieder ein bisschen Gras geben. Aber wobei, die Kühe sind eigentlich relativ gut, was die Produktivität angeht. 73%, das ist in Ordnung. Aber ich glaube, das hält auch nicht mehr lange. Wir brauchen bald echt mal wieder Gras. Unsere Silage ist hoffentlich auch bald fertig. Dann können wir endlich mal, wenn wir wieder genug Geld haben, ein bisschen was an dieser Mischration machen. So. Wir haben jetzt nicht mehr allzu viel im Tank. Also müssen auch bald mal tanken, so wie es aussieht. Heu, glaube ich, müssen wir nicht machen. Da haben wir noch ein paar Ballen von. Und ja, die Silage haben wir eigentlich auch hauptsächlich gemacht, damit wir sie verkaufen können. Weil in so ein Ballenmaschinending kann man ja auch Silage Ballen reinmachen. So. Glaube ich, hoffe ich. Bin ich der Meinung, auf jeden Fall. Geht ja gar nicht anders sonst. Und dann können sie reinschaufeln und damit besser dosieren, aber ich glaube nicht, dass man das machen muss. Oder man kann es machen, muss es aber nicht. So. Und ihr seht, das geht ja. Also, ah Mann. Es dauert, wird schon lange dauern. Naja, nee, ist schwer einzuschätzen. Wenn ich daran erinnere, wie das erste Mal war, dann geht's jetzt eigentlich. So, und die Sämaschine hat auch 9%, aber ich glaube, wir müssten damit auskommen. Da müssen wir dann nachher nochmal zum Shop mitfahren und die nachfüllen. Da steht ja momentan unser Gabelstapler. Hat zwar Dünger drauf gerade, aber kann man ja schnell tauschen. Tja. Was für Themen. Ich meine, die Folge kommt für mich jetzt wahrscheinlich in 1,5 Monaten oder sowas raus. Da weiß ich ja nicht, was da aktuelles passiert ist. Deswegen etwas schwierig. Tja. Ja, hier hat er immer ordentlich zu kämpfen, ne? So ein bisschen die Steigung. Und aber es geht ja eigentlich doch relativ schnell, ne? Es geht, ja. So, also ich glaube, wir kriegen das, die Wiese kriegen wir hier in dieser Folge bearbeitet auf jeden Fall. Dann können wir uns in der nächsten Folge ja auf die Ernte höchstwahrscheinlich, so wie es jetzt hier so weitergeht jetzt, und auf Forst konzentrieren. Oh, 0,7 km/h, komm. Jetzt kommt er langsam zur Potte. Oh, reicht das Rad gut noch? Der hat nicht mehr viel zu fahren. So, jetzt haben wir's. Der hat nicht mehr viel zu fahren. Es könnte richtig knapp werden. Die war ja voll am Anfang, ne? Ich weiß gar nicht, warum der so viel verbrauchte. Wahrscheinlich, weil das Raps ist oder so, ne? So wie es aussieht, ist das aber immer noch nicht die letzte Bahn.
1% noch. Welchen Track haben wir das denn zuletzt gemacht? Da ging das irgendwie besser. Ich glaube, mit dem da gerade seht, ne? Aber der Herr kann das ja vorne gar nicht ranmachen. Mit dem können wir das gar nicht gemacht haben. Oh, man ist gerade hier so geleckt. 0%. Ja, er seht jetzt, glaube ich, nicht mehr, oder? Oder kauft er jetzt? Nee. Okay, jetzt ist er aber fertig mit der Aufgabe. Das wird nicht zu viel sein, was wir da jetzt nachsehen müssen. So, und hier haben wir es ja auch gleich geschafft. So, einmal wenden. So geht es schneller, wenn ich das in so einem großen Bogen mache, das Wenden. Ich meine, ihr habt ja gerade gesehen, wie er sich hier vorankämpft mit 0,7 km/h. Upsala. So. Ich denke mal einmal noch rüber und dann haben wir es. Ja, nicht ganz. So reicht mir das aber ehrlich gesagt auch. Okay. Dann fahren wir die zurück. Ich glaube, Schwanen tue ich mit einem anderen Trecker. So, so. So, einmal abkoppeln. Achso, muss ich sogar noch senken. Mal abkoppeln. Abkoppeln. Oder abkuppeln heißt es ja, glaube ich. Da hängt sogar ein Feuerlöscher. Ja gut, mit dem ganzen Stroh hier drin, ne? Das darf man nicht unterschätzen, glaube ich. Ne, abkoppeln steht hier, okay. Ankuppeln und abkoppeln. So, jetzt wollten wir ja noch... Der Düngerstreuer muss ich ja noch mit dem, ne? Dann machen wir hier mal kurz den Düngerstreuer ran. Oha! So. Zack, Abfahrer entlassen. Motor starten. Wie viel hat er noch drin? 3 hat er noch drin. Komm, dann können wir das hier nochmal kurz machen. 2, 1 und alle. Da können wir ausschalten. So, da fahren wir damit einmal kurz zum Shop, füllen die nach. Ja gut, dann schaffen wir es mit der Wiese doch nicht in dieser Folge. Aber nur weil wir uns hier auch um die Saatmaschine noch kümmern. Für die Abwechslung muss ich das natürlich aber auch machen. So, hier wächst gerade noch nichts. Tja, so schnell geht die wieder leer, ne? Ich hoffe mal, wir kriegen die noch halb voll so. So.
Zack. Das 126 ist dann nur noch drin. Ja, dann kriegen wir es nicht voll. Dann müssen wir mit der Schaufel zu Hause nochmal nachhelfen. Ein bisschen was haben wir da ja noch liegen. So, und leer ist er. So. Ich glaube, deswegen wollte ich das mit dem machen. Jetzt können wir mit dem hier einmal Dünger streuen. Am besten nichts auf die Schweine, sonst beschweren sich wieder alle, dass die Schweine gedüngt sind. Gedopt quasi. So. Gut, dann hätten wir momentan alle Felder wieder bestellt hier. So. Und dann können wir hier gleich ein bisschen schwaden. So. Okay, dann packen wir den wieder zurück. Ne, der kommt da hinten hin, ne? Der kommt ja hier hin. So. Dann können wir eigentlich doch mit dem Trecker hier schwaden. Der andere sich dann erstmal um die Seemaschine kümmern muss. So. Tja, das ist natürlich doof jetzt mit der Seemaschine, ne? Dass sie leider nicht mehr ganz voll geworden ist. Aber hier ein bisschen was liegt hier ja noch. So, einmal ausklappen. Einmal senken und einschalten. So, dann legen wir das Ganze hier mal in Bahnen. Können wir natürlich auch wieder in Perspektive machen. So, langsam nähert sich der Folge auch schon dem Ende zu. Das war, glaube ich, gerade grammatikalisch wieder falsch, ne? Aber naja. So. Es wird auch mal schlechter hier zu erkennen, finde ich. Von hier kann man es besser sehen. Okay. Zack, jetzt habe ich kurz gar nichts gesehen, aber das haben wir gut gemacht. Ja, und dann müssen wir eigentlich wieder ein bisschen Gras übrig haben. Und das können wir dann eventuell... Tja, was machen wir dann mit dem, das übrig bleibt? In die Biogasanlage lohnt sich das nicht so richtig. Es wäre cool, wenn wir das einlagern könnten. Aber, wohin? Ich glaube, ins Silo können wir es nicht einfach kippen. Wir müssten das dann quasi auf einen Haufen kippen und dann könnten wir das mit dem Ladewagen, glaube ich, wieder einsammeln. Aber für was brauchen wir denn sonst den Ladewagen? Also eigentlich könnten wir den auch voll lassen, wenn wir das Feld hier leer kriegen irgendwie. Wir wollten ja noch ein bisschen was zu den Schafen bringen, falls wir uns irgendwann mal Schafe kaufen. Dass wir dann schon mal ein bisschen was haben. Da sind wir ein bisschen spontaner, was das Kaufen angeht. So. Ich würde sagen, das machen wir noch fertig hier und dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Können wir das in der nächsten Folge einsammeln und dann geht es in der übernächsten Folge los mit der Forstwirtschaft endlich. Da bin ich auch echt mal gespannt, wie das alles so funktioniert, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle und sowas.
So, alles müssen wir natürlich nicht mitnehmen. Das reicht. So, ja, ich würde mich dann auch schon mal verabschieden von euch. Das war's nämlich schon wieder mit dieser Folge. Ja, wir haben ziemlich viel geschafft, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, wir spielen hier LS17 Oldtimer auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.